Ein Programmierer für Ransomware hat für sein Projekt wohl Hilfe gebraucht und hat da ausgerechnet einen Programmierer gefragt, der als Sicherheitsforscher bei dem IT-Sicherheitsunternehmen MSIsoft tätig ist. Das Unternehmen und auch der Programmierer, der gefragt wurde, hat sich schon intensiv mit Ransomware, Verschlüsselungstrojanern etc. pp. Befasst und auch schon einige Decoder entwickelt, damit die Benutzer ihre Daten auch ohne Zahlung entschlüsseln können. Bei der Frage ging es wohl um ein Problem, die der Ransomware-Programmierer mit der Windows-Crypto-API hatte. Diese führte wohl dazu, dass die Entschlüsselung oder nicht richtig funktionieren würde und die Opfer somit auch Nachbezahlungen nicht an ihre Dateien konnten. Deswegen suche er nach Hilfe, so steht es in dem Artikel, denn, Zitat, wir wollen ein ehrliches Geschäft bleiben. So viel dazu.